Vorsichtig. So kann sie nicht fliegen. Der ganze Beton klebt noch an ihr. Dann müssen wir ihn schnell abkriegen, bevor er trocknet. Vielleicht. Ja, Heppo? Könnten wir Stella in deiner Werkstatt mit der großen Waschanlage sauber machen? Das ist eine tolle Idee. Aber vielleicht sollte Buddel sie auf seiner Ladefläche dahin bringen. Das tue ich gern. Ich bringe sie sicher dahin. Ich möchte sie fahren. Ich bin an allem schuld und mache das wieder gut. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, Heppo. Es geht einfach schneller, wenn Buddel sie fährt. Wenn du dich um Stella sorgst, kannst du ja mitkommen. Du hast recht, Wendy. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann heulen wir mal los. Hm? Stella, sieh doch nur, wie du glänzt für deinen großen Flug. Sie kann nicht sprechen, Buggy. Ich weiß. Wir haben noch ein Problem. Der Fallschirm ist zerrissen und wir haben keinen Ersatz. Ohne Fallschirm kann Stella nicht in den Weltraum. Wie soll sie denn sonst wieder sicher zur Erde zurückkommen? Hm. Bob, ich weiß, wie wir den Fallschirm reparieren können. Heppo, bitte ganz vorsichtig. Sehr gut gemacht. Puh. Jetzt fahren wir zum Kontrollzentrum. Seid ihr bereit für den Start? Ja! Fliegt Stella endlich los? Ich halte es einfach nicht mehr aus. Das verstehe ich. Geduldig sein ist echt schwer, Tim. Jetzt geht's los. Alle zusammen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leo, wir sind doch fast fertig. Wieso machst du das denn nicht später? Aber ich hatte gerade eine tolle Idee, Buddel. Hör mal. Oh. Vielleicht doch nicht. Ah, aber das hier. Hast du den Eingang zur Spielecke schon fertig? Entschuldige, Bob. Ich war nicht ganz bei der Sache. Okay, dann kümmere dich jetzt darum. Und danach kannst du die Farbproben für Fritti machen, ja? Alles klar, Bob. Oh, und Buddel? Wenn du hier fertig bist, könntest du dann bitte den Müll wegräumen? Okay, Bob, kein Problem. Oh. Eins, zwei, drei, vier Farben für Fritti zur Auswahl. Das ist das. Ich werde nicht nur zwei Lieder mixen, sondern vier. Also, wo habe ich mein Handy gelassen? Da ist es ja. Okay. Bob, Wendy, mir ist da was Dummes passiert. Oh. Oh, Leo. Jetzt ist Fritti bestimmt sauer auf mich. Wie ist denn das nur passiert? Ich hatte eine tolle Idee für einen Musikmix. Und dann habe ich nicht aufgepasst und bin in die Farbe getreten. Ich weiß, dass du aufgeregt bist wegen der Musik für die Party, Leo. Aber erst ist die Arbeit hier dran. Entschuldige, Bob. Ich hätte einfach nicht so abgelenkt sein dürfen. Ich verspreche dir, das wird nicht wieder passieren. Schon gut. Aber wir müssen die Fußabdrücke übermalen, bevor Fritti zurück ist. Ich werde den Boden streichen. Nein, Leo!
Was ist das? Oh oh. Ich habe mir ein neues Muster für den Boden ausgedacht, Fritti. Das sollen Fußabdrücke von einem Tänzer sein. Aber wenn es dir nicht gefällt, kann ich sie auch wieder übermalen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde sie wunderschön. Du bist ein Genie, Leo. Und ihr habt mir auch bei der Farbwahl für den Disco-Raum geholfen. Und welche Farbe wird es? Alle Farben. Eine blaue Wand, eine rote Wand, eine grüne und eine gelbe. Wir können alles genauso machen, wie du es dir wünschst. Und ich will noch mehr Fußabdrücke. Überall. Das sieht aber komisch aus. Oh nein. Bob, sieh nur, wir haben vorausgedacht. Warte einen Moment. Die stehen zu dicht nebeneinander. Oh. Oh oh. Oh je, meine hübschen neuen Windräder. Ich glaube, ich sollte die Bürgermeisterin über dieses Missgeschick informieren. Jetzt sind die Drehdinger hin. Buggy. Oh, Bob. Ich wollte, dass in Zukunft noch mehr Winddrehdinger hier Platz haben. Darum habe ich Heppo gebeten, die Fundamente dichter zusammenzuschieben. Das war echt keine gute Idee. Du hättest dich an den Plan halten sollen, Buggy. Ich wollte einfach, weißt du, vorausdenken, weil Herr Brauer gesagt hat, dass wir das sollen. Es tut mir so, so leid, Bob. Also gut. Das Problem ist, dass wir jetzt nur noch 3 heile Windräder übrig haben. Die erzeugen nicht genug Strom für das Meereszentrum. Und die Bürgermeisterin möchte die Windanlage heute Abend einschalten. Wir brauchen einen neuen Plan, Bob. Wenn wir bloß irgendwie Strom von der Sonne kriegen könnten, anstatt nur von diesen Winddrehdingern. Du meinst mit einer Solaranlage, Buggy? Oh ja, genau wie im Zoo. Das ist klasse. Ihr bringt mich da auf eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Auf geht's, Team. Ich glaube, wir brauchen etwa nur die Hälfte der Erde, um die Gräben wieder aufzufüllen. Willst du nicht nachsehen, damit wir sicher sind? Gute Idee, Buggy. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Danke, Buggy. Gut aufgepasst. Schön, schön, schön. Ich habe gehört, es gäbe ein Problem, aber alles sieht gut aus. Herr Brauer, warum erschrecken Sie mich so? Bob macht seine Arbeit immer sehr gut. Oh ja, ich habe niemals an ihm gezweifelt. Sie kommen genau rechtzeitig, um alles einzuschalten. Danke, Bob. Volle Kraft voraus. Juhu! Die Drehdinger drehen sich! Schneller, schneller! Und seht euch die leuchtende Solaranlage an. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
alle kennen. Es sind so viele Hits. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Wo ist Simon? Wir wollen ein Autogramm. Und wir wollen ihm unseren Tanz vorführen. Er ist nicht hier. Ist nicht schlimm. Sportis Hochhausen, auf zum Training! Oh. Mach dir nichts draus, Antrum. Ich kann auch nicht tanzen. Jeder kann tanzen, Heppo. Du musst nur deinen eigenen Stil finden. Kommt mit, wir gucken uns die Tanzfläche an. Hier lang. Ich tanze. Ich kann doch tanzen. Ich kann's. Dam di ram dam da ra ta ta ram du ri ram du. Konzentrieren Sie sich, Herr Brauer. Ich muss das perfekt können bis heute Abend. Noch einmal und bitte etwas mehr Gefühl. Vorsichtig, ganz sanft die Knie beugen. Das ist echt cool. Wie toll es wäre, wenn wir darauf tanzen dürften. Oh ja. Aha. Ist das hier meine Tanzfläche? Und einige Teile der Burg Bauheim stehen hier schon seit Hunderten von Jahren. Seit der Zeit der Prinzen und Prinzessinnen und Ritter in glänzenden Rüstungen. So wie Sir Friedrich von Bauheim. Er war der erste Ritter der Burg Bauheim. Ich bin Sir Leo, ein Ritter in glänzender Rüstung. Attacke! Aber Bob, wo stürmt Sir Friedrich denn hin? Sieht so aus, als wollte er durch die Mauer da reiten. Angriff! Und genau hier werden wir heute arbeiten. Wisst ihr, wenn man sich die Burgpläne genau ansieht, war hier mal ein prachtvoller Torbogen, sodass Sir Friedrich hier hindurchgehen und den Burggraben entlanglaufen konnte. Wir sollen ihn wieder freilegen, damit die Leute hier wieder durchgehen können. Ich sehe hier überall nur dicke, verschlungene Äste. Das müssen wir zuerst machen. Wir müssen beide Seiten der Mauer von den Ästen befreien. Also, lasst uns loslegen! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. So, hier ist er. Der alte Torbogen. Ich sehe nur Steine und, noch mehr Steine. Hier ist die gewölbte Form des Bogens, Buddel. Oh. Dies sind die uralten Steine. Und das hier sind die Steine, die man später benutzt hat, um den Eingang zuzumauern. Wieso hat man das gemacht? Vielleicht, um Drachen fernzuhalten. Oder böse Hexen. Das glaube ich nicht. Drachen und Hexen kommen nur im Märchen vor. Oh. Wirklich? Was ist das für ein Geräusch? Ist es ein Drache? Es kommt von der Statue. Die Statue lebt. Oh, es ist nur Herr Brauer. Ich hatte gehofft, es wäre ein Drache. Hallo, Herr Brauer. Hallo, Herr Brauer. Oh, ah. Oh. Heppo, alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Ich glaube, noch mehr Aufregungen ertrage ich heute nicht. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Wir waren gerade dabei, die Wände abzureißen, als du gekommen bist. Ich wollte nur wissen, ob es einen ruhigeren Platz zum Arbeiten gibt. Ruhiger? Wir bohren, hämmern, zerschlagen Dinge. Da ist es nun mal laut. Das klingt nicht nach dir, Heppo. Was ist los? Ich glaube, ich bin etwas aufgeregt, weil der Schornstein gesprengt werden soll. Das wird auch sehr laut werden. Aber bis dahin ist der Rest fertig. Wir sagen dir Bescheid, wenn es soweit ist. Du musst keine Angst haben. Okay, Bob. Ich werde es versuchen. Hast du schon die Träger zur Seite gelegt? Schleppo will sie zum Recyclinghof bringen. Einige fehlen noch. Danke, Bob.
Buggy? Bist du hier irgendwo? Abriss-Buggy! Gott sei Dank. Jetzt beruhige dich, Heppo. Das war doch nur ein Spaß. Aber das war nicht lustig, Buggy. Was ist passiert? Ich habe mir einen Spaß mit Heppo erlaubt, aber ich glaube, es war wohl ein Kaboom zu viel. Buggy, du solltest keinen Quatsch machen, wenn wir Häuser abreißen. Ich weiß, Wendy, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Und jetzt sieh dir an, was ich getan habe. Jetzt haben wir ein Problem. Der Schornstein hat auf der Seite ein Loch. Wenn wir ihn sprengen, fällt er auf die Straße. Oh nein! Heißt das etwa, du kannst ihn nicht sprengen, Bob? Wir können ihn nur mit Sprengstoff sicher zum Einsturz bringen, Heppo. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass er zur richtigen Seite fällt. Also müssen wir erstmal das Loch dicht machen. Wir müssen ein Gerüst bauen, um da ranzukommen. Wir helfen euch, Bob. Ja, und ich mache auch keinen Quatsch mehr. Das verspreche ich. Okay, Team. Um den Schornstein müssen wir uns zuerst kümmern. Wir beeilen uns, aber wir sind vorsichtig. Verstanden, Bob. Verstanden, Bob. Verstanden, Bob. Heute werden wir den Fahrstuhl im Hochhaus fertig bauen. Wie toll! Bin dabei! Ja, was ist dein Fahrstuhl? Weißt du, Buddel, bei einem so großen Hochhaus wie diesem kann man nicht immer die Treppen nehmen, um hoch und runter zu kommen. Also bauen wir einen kleinen Kasten, den man Fahrstuhl nennt. Man steigt ein, drückt auf einen Knopf und er bringt dich den ganzen Weg bis nach oben. Von da aus kannst du ganz Hochhausen sehen. Wow! Wirklich ganz Hochhausen? Ich will ganz Hochhausen sehen. Darf ich mit dem Fahrstuhl hochfahren? Bitte, 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 bitte. Das geht nicht, Buggy. Du bist ein klitzekleines bisschen zu groß für einen Fahrstuhl. Ja, dein Hinterteil würde raushängen. Oh. Vinci, schick uns bitte den Lastenaufzug runter. Kommt sofort, Bob. Danke, Vinci. Wir fahren jetzt nach oben und fangen an. Könnt ihr drei bitte diese Sachen in den Aufzug laden? Kein Problem, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Entschuldigung, ich bin etwas spät dran. Hallo, Bob. Oh, Tag, Bürgermeisterin Baugroß. Hallo, alle zusammen. Hallo, hallo Frau Bürgermeisterin. Hallo, Herr Brauer. Oh, hallo allerseits. Danke, Herr Brauer. Das reicht. Also, Bob, ich würde gerne rauf aufs Dach fahren. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig sein. Denn wir haben leider den Fahrstuhl noch nicht eingebaut. Ja, aber wir müssen ganz oben ein Foto von mir machen. Es soll schon morgen in der Hochhausener Zeitung erscheinen. Eine Bürgermeisterin schaut auf ihre Stadt. Wir wollten gerade anfangen, den Fahrstuhl einzubauen. Vielleicht kommen Sie einfach später wieder? Oh. Oder Sie nehmen den Außenfahrstuhl. Nein, ganz sicher nicht. Wir kommen später wieder. Herr Brauer? Oh, warten Sie. Wir könnten um 4 wieder hier um sein. Um 4? Ja, 4 hört sich gut an. Dann habe ich noch genug Zeit und kann zum Friseur gehen. Eine Bürgermeisterin muss immer gut aussehen. Also, wenn die Bürgermeisterin um 4 ganz nach oben will, sollten wir besser anfangen. Okay, liebe Leute. Lastenaufzug vollladen. Ich wünschte, ich könnte auch nach oben und ganz Hochhausen sehen. Du hast es gut, Möwi. Du kannst auf das Dach eines Hochhauses fliegen, wann immer du willst. Alles eingeladen. Es kann losgehen, Vinci. Achtung, jetzt kommt die Kahnkraft. Uh,
Sie will dir guten Tag sagen, siehst du? Was ist denn los, Buddel? Ich fühle mich auf einmal so zittrig. Und seit wann fühlst du dich so? Seit dieser Drache da ist. Ach, Buddel, du hast einfach Angst. Aber das brauchst du überhaupt nicht, Buddel. Durch die Sicherheitsscheibe ist das Gehege gut geschützt. Ich mag ihn nicht mal ansehen, Wendy. Er ist so schleimig und zischt fies. Eigentlich sind Komodo-Drachen gar nicht schleimig. Ihre Haut fühlt sich ganz trocken an. Ich glaube, wir müssen ihn ablenken, Bob. Buddel, meinst du kannst uns trotzdem bei der Brücke helfen, auch wenn die Echsen jetzt auf der Insel sind? Tut mir leid, das schaffe ich nicht. Das macht nichts, Buddel. Wir übernehmen das und für dich finden wir was anderes. Also, alle Komodo-Drachen sind jetzt drin. Ist Buddel eingeschlafen? Wir haben gerade festgestellt, dass er große Angst vor dem Komodo-Drachen hat. Vielleicht könnte er dir woanders im Zoo bei etwas aushelfen. Du könntest vielleicht das Gehege dort drüben aufräumen. Das übernehme ich gern. Gute Idee. Buddel, komm mit. Ich bringe dich weit weg von den Drachen. Hätte ich Buddel sagen sollen, dass er das alte Gehege der Komodo-Drachen aufräumt? Sind auch wirklich keine Drachen mehr drin? Es ist ganz leer. Dann ist das bestimmt in Ordnung für ihn. Leo, Heppo, Buggy, wir bauen jetzt die Brücke fertig. Alles klar. Ja, Bob. Also los. Kommt und lernt uns alle kennen. Es ziehen sind viele Hits. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Huch, Eier? Was machen die denn da? Das sind ja mindestens 3 Stück. Und da sind noch 3 und noch mehr. Sieht aus, als wär's die ganze Ladung. Wo mag nur die Vogelmama sein? Ich kann sie nirgendwo entdecken. Ich muss sie schnell finden, damit sie sich um ihre Eier kümmert. Vielleicht schlüpfen die Küken bald und sie brauchen doch jemanden, der für sie sorgt. Ich muss Jenny finden und fragen, was ich tun soll. Aber sie ist dort drüben bei der Dracheninsel. Es hilft nicht. Ich muss zu dieser Insel. Ich will nicht, dass den Eiern etwas passiert. Das ist ein äußerst wichtiger Besuch, Herr Brauer. Auf jeden Fall. Da darf nichts schiefgehen. Da wird nichts schiefgehen, Frau Bürgermeisterin. Ich muss mich darauf verlassen, Herr Brauer. Bürgermeister Schmoll ist schnell unzufrieden. Wir müssen alles dafür tun, dass er sich in Hochhausen wohlfühlt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe schon eine Liste mit den interessantesten Plätzen der Stadt hier. Ich bin mir ganz sicher, dass er sich bei uns wohlfühlen wird. Ich hoffe, Sie haben recht. Bürgermeister Schmoll ist... Was? Er ist angekommen. Er ist hier? Jetzt schon? Kommen Sie schnell. Oh, er ist viel zu früh hier. Kommen Sie. Sieht so aus, als hätten die beiden einen anstrengenden Tag vor sich. Fertig. Gut gemacht, Leo. Das wird richtig toll. Jetzt kann das Wasser ins Becken laufen. Wohin soll der letzte Stein, Bob? Ich denke darüber, Heppo. Ich kann's kaum erwarten, bis das Becken fertig ist und die Pinguine darin herumplanschen. Nicht so schnell, Heppo. Oh, oh. Ganz sachte. Pass auf! Oh nein. Entschuldige, Bob. Ich war nur so schrecklich aufgeregt wegen der Pinguine. Oh je, die Scheibe hat Risse abbekommen. Wir können das Wasser nicht einfüllen, bevor das nicht repariert ist. Dazu brauche ich eine neue Scheibe. Hoffentlich haben wir genügend Zeit, bevor die Pinguine ankommen. Schönen guten Tag, Wendy. Bob, wo sollen die Pinguine hin? Gute Frage, Schleppo. Dummerweise ist das Becken noch nicht fertig. Ach du Schreck. Die werden langsam ziemlich laut da hinten. Ich finde, sie sollten nicht länger in dieser Kiste bleiben, Bob. Wow, was ist denn hier los? Das war ein Unfall. Es tut mir so leid. Ist schon gut, Heppo. Wir müssen jetzt nur für die Pinguine eine Bleibe suchen, während wir die Scheibe reparieren. Bob?
Was ist denn, Heppo? Ich habe eine Idee, wohin wir die Pinguine bringen können. Dort wären sie auch sicher und würden sich wohlfühlen. Wie wär's mit dem neuen Brunnen beim Rathaus, den Leo gerade fertig gebaut hat? Oh, genial! Der wäre perfekt. Die Bürgermeisterin ist noch weg. Und ihr seid sicher fertig, bevor sie wieder da ist. Was sagst du dazu, Bob? Tja, das ist eine super Idee, Heppo. Also lasst uns anfangen. Dann fahr hinter mir her, Schleppo. Alles wird gut, Pinguine. Bald planscht ihr fröhlich im neuen Brunnen herum. Eine Tüte, die hole ich. Nein, Buddel, lass liegen. So, und hier ist unser ganzer Stolz, der nagelneue... Was rede ich da? Hier geht's lang, natürlich. Nein, nein, nicht zurückgucken. Bloß nicht zurückgucken. Oh nein, 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 keine Panik. Ganz schnell weg mit dem Müll. Nur wie? Ich hab's. Mila, Tim, Anton, schnell, kommt her und helft mir. Was gibt's? Was können wir tun? Und dann weiter Richtung Osten sehen Sie. Oh, halt, wo wollen Sie denn hin? Wir müssen schnell aufräumen. Benutzt eure Eimer und Schaufeln. Okay, Buddy. Alles klar. Genau so. So schnell es geht, bitte. Es ist zu spät, oder? Das hier wird bestimmt kein Nummer-1-Strand. Halb so schlimm, Buddel. Wir haben uns bemüht. Ich war wieder zu überdreht, hab ich recht? Vielleicht ein kleines bisschen. Aber diesmal hast du es gleich wieder gut gemacht. Es war eine tolle Idee von dir, die Sportis zu bitten, den Müll wegzuräumen. Und außerdem haben wir einen schönen Strand gebaut. Warum genießen wir ihn nicht? Gute Idee. Das sollten wir tun. Wir müssen doch noch nicht nach Hause, Betty. Nein, jetzt gibt es ein riesiges Eis. Das habt ihr euch ehrlich verdient nach der schweren Arbeit am Strand. Eis! Juhu! Los, kommt an Bord in euren eigenen Eiswagen. Klingelingeling, klingelingelang, klingelingelang, klingelingeling. Bröckelnde Zinn. Ich glaube, die Sandburg muss repariert werden. Findest du nicht auch? Das sieht nach einer Aufgabe für Bob, den Baumeister, aus. Wie wär's mit einer kleinen Verschönerung? Was? Wir haben die Auszeichnung trotzdem gekriegt? Ja, die Prüferin hat gesagt, sie hat noch niemals so eine tolle Zusammenarbeit in einer Stadt gesehen, damit ein Strand sauber und aufgeräumt ist. Oh, das glaube ich ja nicht. Wie großartig. Toll gemacht, Team Bob. Und jetzt, wo ist Buddel? Das ist für dich, Buddel. Vielen Dank. Deinetwegen wurde unser Stadtstrand tatsächlich zu einem Nummer-1-Strand. Gut gemacht, Buddel. Bravo! Ich freue mich, dass jetzt alles ordentlich ist. Freu dich nicht zu früh. In der Werkstatt liegt noch einiger Müll rum. Oh, yippie! Ich liebe Müll und Unordnung. Hier kommt die Rettungsmannschaft. Zur Rettung. Wir haben die Stützen, Bob. Gut, sehr schön. Mixi, misch so viel Beton, wie du kannst, bitte. Habe verstanden, Bob. Aufgepasst, Team. Wir müssen die Burgmauer abstützen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Gemacht, Team. Das sollte die Mauer stützen, bis der Beton trocken ist. Oh, gute Arbeit, Bob. Jetzt kann Sir Friedrich wieder durch den Torbogen hinausstürmen. Ich glaube nicht, dass er stürmen will, Herr Brauer. Ich finde, es sieht so aus, als würde er auf etwas zeigen. Ach, du liebe Güte, du hast recht, Wendy. Er zeigt wirklich auf etwas. Aber worauf zeigt er nur? Tja, das können wir ganz leicht herausfinden. Ich benutze meinen Entfernungsmesser.
Was sagt man dazu? Genau dort mache ich immer Picknick. Kommen Sie, Herr Brauer. Heute ist vielleicht doch Ihr Glückstag. Oh, da ist auf jeden Fall Metall unter der Oberfläche. Also, Buggy, ganz vorsichtig diesmal. Okay, Bob. Der silberne Schild von Bauheim. Wie der glänzt. Ich wusste, dass ich ihn finde. Endlich hat Friedrich von Bauheim seinen Schild zurück. Die Leute werden in Scharen kommen, um sich das anzusehen. Danke, Bob. Danken Sie nicht mir. Danken Sie... Sir Buggy mit der silbernen Schaufel. Sir Buddle, dem freundlichsten und mutigsten Ritter im ganzen Land. Angriff! Angriff! Entschuldigt, wenn ich störe, Ritter. Aber es ist Zeit, den Schutt wegzuräumen. Oh. Nur Mut, Sir Buddle. Die Arbeit eines Ritters hört nie auf. Okay, Freunde. Heute geht's schon früh los, weil wir viel zu tun haben. Darum teilen wir uns auch in zwei Gruppen auf. Leo, Rollo und Mixi, ihr kommt mit mir. Oh. Hey. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, Buddle. Was gibt's zu tun? Ach, Buggy. Also, Wendy fährt mit ihrer Gruppe nach Hochhausen und ihr fahrt mit mir zum Strand. Dort bauen wir nämlich einen neuen Eisstand für Fritti. Oh, oh stimmt, super. Aber ich denke, du hast heute frei und bleibst hier, Buggy. Du musstest in letzter Zeit viel graben. Und wenn man müde ist, passieren leicht Unfälle. Wenn du dich heute etwas ausruhst, bist du morgen wieder fit. Lass dein Walkie-Talkie an, dann erreichst du mich, falls du etwas brauchst, okay? Okay. Es wird dir gut tun, Buggy. Bob, ich hoffe, wir sind früh fertig. Dann sehen wir uns am Strand. Ja! Ja! Gut, auf geht's. Und ab zum Strand. Du hast so ein Glück, Buggy. Ich hätte auch gern einen Tag frei. Wirklich? Und was würdest du an einem freien Tag tun? Ich glaube, ich würde zum Strand fahren. Oh, wartet auf mich! Das hier ist wirklich ein super Ort für einen Eisstand, Fritti. Danke, Eppo. Heute soll ja der eiseste Tag des Jahres werden. Deswegen frage ich mich, Bob, wird der Eisstand vielleicht schon bis heute Nachmittag fertig? Es wäre so eine schöne Abkühlung für die Leute hier. Was meint ihr, Team? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, es hier sind viele Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Oh, wie langweilig, wenn ich nur jemanden zum Spielen hätte. Hey, Kuschel, willst du was spielen? Oh, wie wär's mit Verstecken? Okay, das Spiel kenne ich. Das ist ein Nachmachspiel, hä? Soll ich dich nachmachen? Oh. Kuschel, willst du lieber was anderes spielen? Kuschel! Oh, ich wäre jetzt lieber am Strand mit den anderen. Hä? Geht an, Bob! Tja, Buggy, wir helfen heute Bürgermeisterin Baugroß bei ihrem Projekt Die Helden von Hochhausen. Die Helden von Hochhausen! Was ist das? Die Bürgermeisterin möchte, dass wir etwas bauen, mit dem man die Menschen feiern kann, die etwas Besonderes für unsere Stadt gemacht haben. Wow, das sieht cool aus. Ja, da hast du recht. Jede Person, die ausgewählt wird, bekommt ihren eigenen goldenen Stern, in dem ihr Gesicht abgebildet ist. Toll! Jedes Jahr soll ein neuer Held von Hochhausen ausgezeichnet werden und alle Sterne werden genau hier aufgestellt. Aber Wendy, auf dem Stern ist doch gar kein Bild. Ja, weil die Bürgermeisterin noch keinen ausgewählt hat. Oh, ich bin gespannt, wen sie auswählt. Ich frag mich, wen ich auswählen soll.
Ich bin auch ganz gespannt, Frau Bürgermeisterin. Wessen Gesicht wird auf unserem allerersten goldenen Stern zu sehen sein? Es gibt so viele fleißige Leute in Hochhausen, Herr Brauer. Da haben Sie recht. Ich bin auf der Suche nach jemandem mit Talent. Oh ja. Jemand, der ehrlich ist. Jemand, der Ideen hat. Jemand, der einen Schnurrbart hat? Oh, ich weiß es einfach nicht. Die Auswahl ist so schwer. Ich befürchte, Frau Bürgermeisterin, dass Sie sehr schnell eine Wahl treffen müssen. Charlie muss wissen, wessen Gesicht im ersten Stern erscheinen soll, damit er den Umriss rechtzeitig herstellen kann. Charlie, ja. Sagen Sie ihm, ich überlege noch. Vielleicht sitzt die Antwort ja schon vor Ihnen. Wir sind da, gnädige Frau. Herr Brauer. Oh, ich bin schon unterwegs. Fleißig wie immer. Herr Brauer. Oh. Okay, ihr drei reißt den alten Gehweg auf. Danach bauen wir die erhöhten Blumenbeete und verlegen die neuen sternförmigen Pflastersteine. Das wird bestimmt toll aussehen. Bob und ich kümmern uns um die Bühne, damit sie fertig ist, wenn Frau Baugroß den ersten Stern enthüllt. Also dann, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, das hier sind viele Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Habt ihr das ganz toll gemacht, Bob. Die Bürgermeisterin möchte sich das heute Abend schon mal anschauen. Raventhal eröffnet nächste Woche seine Dinosaurier-Ausstellung. Da möchte sie sicher gehen, dass wir früher fertig sind. Wir werden rechtzeitig fertig, Herr Brauer. Sehr schön. Ah, ich weiß noch, wie wir diesen Weg gebaut haben. Der geht runter bis zu den Klippen. Der war doch fertig, oder? Noch nicht ganz, Buggy. Die Bürgermeisterin möchte nämlich gern, dass ihr Bauheims neuer Dino-Park entsteht. Mit lebensgroßen Modellen von Dinosauriern. Ein Dino-Park? Wir bekommen riesige Dino-Modelle, die aussehen, als wären sie lebendig. Wie viele Dinosaurier werden das sein? 5. Ein Ankylosaurus, ein Iguanodon, ein Stegosaurier und ein Pterodactylus. Oh, oh. Das sind nur 4 Dinosaurier, Bob. Und dann ist hier noch ein besonderes Triceratops-Modell, das sich bewegen und brüllen kann. Oh. Das ist der 5. So viele Dinosaurier kommen zu uns? Das sind doch nur Dino-Modelle. Keine Angst, Buddel. Hab ich nicht. Wir brauchen Tore, Schilder und Markierungen für die Dinosaurier-Modelle entlang der Strecke. Also, auf geht's, Team. Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind wir, der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Oh, was war das? Ein Dinosaurier? Oh nein, ein Dinosaurier ist hinter mir her. Oh, oh. Buddel, denkst du etwa, ich bin ein dicker, gelber Dinosaurier? Kein Grund, Gespenster zu sehen. Ich mag keine Dinosaurier. Tja, als ich noch ein kleiner Junge war, hatte ich vor denen auch ein bisschen Angst. Du hast Angst gehabt, Leo? Weißt du, wie ich die Angst verloren habe? Wie? Ich habe einfach so gebrüllt wie ein Dinosaurier. So laut, wie ich konnte. Ungefähr so. Probier's mal, Buddel. Okay. Wie war das? Das klang wild. Fühlst du dich jetzt besser? Ein bisschen. Danke, Leo. Wir brauchen noch mehr Holzspäne für den Weg hier. Könntet ihr beide welche holen? Natürlich, Bob. Wenn du heute auf einen Dinosaurier wartest, hast du Glück. Wow! Welcher Dinosaurier ist das, Bob? Das ist ein Iguanodon. Und da kommen noch einige hinterher. Yo, ho, ho! Yo, ho, ho! Ei, ei, Captain! Ei, ei!
allerseits. Ahoi, Landratte. Ich meine Bob. Alles in Ordnung, Herr Brauer? Das war nur ein kleines Stimmtraining für die Generalprobe. Mein neues Meisterstück, ein Sack voller Piraten, wird heute Abend in Bauheims Freilichtbühne erstmals aufgeführt. Ihr kommt doch alle, oder? Na klar doch. Wir kommen nicht nur zum Zuschauen. Wir sind hier, um das alte Theater umzubauen für euch furchterregende Piraten. Bravo. Oh, bevor ihr mit der Arbeit beginnt, Bob, macht doch ein paar Aufwärmübungen mit uns. Naja. Lasst eure inneren Piraten raus. Gebt mir ein ordentlich lautes verflixte Enterhaken. Verflixte Enterhaken. Verflixte Enterhaken. Das war nicht schlecht für den Anfang. Ich fand dich sehr beeindruckend, Bob. Danke, Buddel. Ich bin Baumeister, kein Schauspieler. Ich brauche einen Schraubenzieher, kein Scheinwerfer. So, lasst uns anfangen. Ein Pirat, der macht das so, Bob. Verflixter Enterhaken. Rauf auf den Fahnenmast. Land, ahoi. Über die Planke, du Höllenhund. Danke, danke. Nein, ihr seid zu freundlich. Es sieht so aus, als hätte dein Betonmischer Talent. Also los, Mixi. Jetzt kommt nämlich dein großer Auftritt. Stehe ich auf der Bühne, Bob? Nun, du nicht, aber dein Beton. Oh. Jetzt geht's ans Mischen. Toi, toi! Mast und Schotbruch! Hoffentlich passiert das nicht. Das ist ein Seefahrerspruch, Buddel. Das bedeutet viel Glück. Oh, Chu-Chu, zerbrech den Mast. Mixi, wir brauchen den schnell trocknenden Zement in den grünen Säcken, damit der Beton rechtzeitig für die Proben trocken ist. Das heißt, wir brauchen den langsam trocknenden in den roten Säcken heute nicht. Okay, Bob. Grün, nicht rot. Verstanden. Leo und ich werden die Bühne pflastern und Wendy baut inzwischen den Kartenschalter. Klar, Team? Ei, ei, Captain! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern.